Wir haben uns jetzt mit dem A320 und der Boeing 737 in all ihren Versionen ganz ausführlich befasst. Und jetzt gehen wir vom Erstflug des A320 auf dem Zeitstrahl einfach knapp 4,5 Jahre weiter. Und dort finden wir auch schon das erste vierstrahlige Großraumflugzeug von Airbus in der Luft. Heute kann es also nur um den A340 gehen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und der ein oder andere wundert sich jetzt vielleicht, weil nach dem A320, da kommt doch selbstverständlich der A330. Ist tatsächlich nicht ganz so, es ist tatsächlich der A340, der jetzt chronologisch als nächstes kommen würde. Denn der A340 ist das Flugzeug, welches Airbus direkt nach dem A320 auf den Markt geschmissen hat. Das liegt vor allem daran, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass der noch recht junge Flugzeugbauer Airbus sich ein Flugzeug nach dem nächsten vornahm, also eine Idee entwickelte, das Flugzeug dazu baute, es auf den Markt brachte und dann halt, als das ganz gut lief, sich eine neue Idee überlegte, sondern das ging natürlich alles so ein bisschen ineinander über. Vielmehr muss man sich das so vorstellen, dass Airbus bereits Anfang der 1980er Jahre, also nicht einmal 10 Jahre, nachdem man das erste gemeinsame Projekt Anfang der 1970er Jahre, den Airbus A300, das erste Projekt, was man als Flugzeugbauer Airbus so auf den Markt brachte, nachdem man das in die Luft geschickt hatte, nicht mal 10 Jahre danach, hatte man eigentlich die Ideen für ein großes Flugzeug mit 2 Gängen, für ein kleines Flugzeug mit nur 1 Gang und für ein mittelgroßes Flugzeug mit 2 Gängen alle schon in der Schublade liegen. Jetzt ging es nur darum, diese Ideen Stück für Stück und zusammen mit den Airlines, je nachdem was die für Wünsche haben, die Flugzeuge so zu entwickeln. Heute können wir die natürlich alle beim Namen nennen. Das ist einmal der A340, einmal der A320 und der A330. Airbus hatte natürlich aber überhaupt nicht die Mittel, um entweder alle 3 Flugzeuge oder nur 2 von denen gleichzeitig zu entwickeln. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem, weil man beim A320 ja auch vieles neu machen wollte. Man musste sich einfach auf eines der Projekte konzentrieren. Der A320 mit Erstflug 1987 war immerhin der erste Airbus mit dem heute absolut üblichen Fly-by-Wire-System. Es war der erste Airbus mit dem Sidestick. Es war der erste Airbus, der die Psychologie, die wir heute von dem Flugzeugbauer gewohnt sind, auch wirklich vernünftig ausdrückte und erst marktreif machte. Anfang der 1980er Jahre bzw. Mitte der 80er Jahre entschied sich der Flugzeugbauer Airbus also ganz bewusst dafür, erst einmal dieses Projekt zu verwirklichen, erst einmal dieses Projekt so, wie es gedacht war, auch in die Tat umzusetzen. Und das hätten viele sicherlich ganz gerne ein bisschen anders gesehen. Zum Beispiel eine große deutsche Fluggesellschaft mit dem Namen Lufthansa, die wollte nämlich erst, dass Airbus das Projekt mit dem großen Flugzeug mit 2 Gängen, also dem A340, verwirklicht. Man musste sich dann an dieser Stelle also noch ein kleines bisschen gedulden, allerdings auch nicht sonderlich lange. 1987 im Juni, also nur wenige Monate nach dem Erstflug des A320, war der offizielle Programmstart des A340. Und jetzt kann man ja mal so ein bisschen versuchen, sich in die Zeit reinzuversetzen, so ein bisschen versuchen, die Gedanken nachzuvollziehen, die Lufthansa vielleicht hatte, warum die so scharf waren auf einen A340. Zu dieser Zeit gab es nun mal einfach nicht viele Langstreckenflugzeuge. Die Auswahl war da sehr überschaubar. Es gab die Boeing 747, die natürlich ein riesiges Flugzeug ist, was sie für viele, aber nicht für alle Langstrecken wirklich rentabel und effizient einsetzbar macht. Dann gab es weitere Langstreckenflugzeuge, die viel zu alt, zu ineffizient oder beides waren. Zum Beispiel die 707. Viel zu alt, zu ineffizient, die DC-10. Nicht ganz so alt, aber auch wahnsinnig ineffizient. Und dann gab es noch die Lockheed Tristar, bei der sah es genauso aus. Tja, was Mist, braucht man also ein neues Langstreckenflugzeug. Aber warte, Mitte 1980er Jahre, da gab es doch die Boeing 767 noch ganz neu. Das sollte doch eigentlich ein Flugzeug sein, welches durchaus für dieses Segment auf der Langstrecke geeignet war. Ist es natürlich auch, und das, was für uns heute ganz normal ist und das, was auch der Fakt ist oder der Grund dafür ist, dass die Boeing 767 im Gegensatz zum A340 deutlich länger und heute immer noch gebaut wird, das war damals der größte Nachteil, nämlich die 2 Triebwerke. ETOPS sagt den meisten von euch an dieser Stelle sicherlich etwas. Und für uns bedeutet das jetzt für dieses Video Mitte der 1980er Jahre erst einmal das, dass zum Beispiel vor allem auf Routen von Europa aus nach Nordamerika die Boeing 767 deutlich längere Strecken fliegen musste, in Küstennähe, im Vergleich zu einem 4-strahligen Flugzeug. Das ist schlecht, aber aus diesen ETOPS-Beschränkungen kommt man natürlich ganz einfach wieder raus. Und zwar, indem man ein Flugzeug baut, was schlicht und einfach mehr als 2 Triebwerke hat. Es war also jetzt von Anfang an klar, der A340 muss 4 Triebwerke bekommen. Da muss man sich dann an dieser Stelle natürlich irgendwann die Frage stellen, welche Triebwerke nehmen wir da denn jetzt? Denn wenn wir bei einem vergleichbaren Platzangebot schon 1 Triebwerk mehr brauchen als die amerikanische Konkurrenz, dann müssen das schon verdammt sparsame Geräte sein.
Und wir haben doch gerade erst den A320 auf den Markt geschmissen mit wirklich guten Triebwerken, die ziemlich vielversprechende Leistungswerte hatten, warum die Dinger nicht einfach in doppelter Anzahl unter die Tragflächen des A340 hängen. Und tatsächlich fliegt der A340 200 und 300, also die beiden klassischen Versionen des A340, die fliegen beide mit CFM 56 Triebwerken, also mit den Triebwerken, die auch unterm A320 hängen. Das sind nicht exakt die gleichen Triebwerke, das sieht man ja allein schon an der Form, die sehen ein bisschen anders aus. Es sind auch etwas andere Versionen, die Basis, die dahinter steckt, ist aber tatsächlich die gleiche. Der Ferndurchmesser legte für den A340 einfach nur um 10 cm zu, ein bisschen was an der Technik wurde verändert und das Triebwerk wurde dadurch unwesentlich stärker. Aber vom Ding her hängt da ein Triebwerk, was eigentlich für Mittelstreckenflugzeuge gedacht ist. Aber wieso auch nicht, funktionierte ja. Die Dinger waren aber von Anfang an überhaupt nicht interessant. Denn es gab da noch eine zweite Option, beziehungsweise eigentlich die erste große Option. Airbus hatte nämlich in Zusammenarbeit mit International Aero Engines, also mit dem Triebwerkshersteller, der auch das zweite A320 Triebwerk lieferte, noch so ein bisschen was im Ärmel, und zwar den sogenannten Superfan. Das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend und sorgte für, zumindest in den Versprechungen, für unglaublich gute Leistungswerte. Ein Flugzeug, was vier Triebwerke hatte und trotzdem wahnsinnig effizient war und quasi neue Welten ermöglichte. Das klingt schon mal alles gar nicht schlecht, sollte möglich gemacht werden durch ein Untersetzungsgetriebe im Triebwerk. Ja, genauso wie wir das jetzt auch gerade vom Pratt & Whitney PW1100G Triebwerk kennen. Das ist das, was gerade so wahnsinnig viele Probleme macht. Ja, und dazu dann auch noch verstellbare Schaufelblätter. Das klingt alles wahnsinnig cool, wahnsinnig individuell, flexibel und effizient, aber vor allem auch richtig, richtig teuer. Damit ließen sich nun mal aber fantastische Leistungswerte bei einer hervorragenden Effizienz versprechen. Aber es kam, wie es kommen musste. Man hatte sich übernommen und noch im Jahr 1987, also noch im Jahre des offiziellen Programmstarts des A340, wurde die Idee mit diesem Triebwerk direkt wieder abgesägt. Und der A340 hatte auf einmal nur noch die CFM 56 Triebwerke zur Verfügung, die eigentlich mittlerweile echt schon an ihrem Leistungslimit angekommen waren. Ja, ist ein bisschen doof. Dadurch rutscht der A340 natürlich in der Effizienz und damit auch in der Attraktivität für die Fluggesellschaften wieder eine Liga nach unten. Das sorgte sogar dafür, dass Airbus an dieser Stelle einige schon wirklich konkret durchdachte Dinge grundlegend verändern musste. Zum Beispiel wurden die Tragflächen des A340 dann nochmal um 2 Meter verlängert und die eigentlichen Wingtip-Fences, die an der Flügelspitze dran gewesen wären und die genauso ausgesehen hätten wie die des A320, die wurden ausgetauscht durch richtige Winglets, weil diese auch nochmal einen gewissen Auftrieb erzeugen. Und den brauchte der A340. Und ihr merkt schon, man bewegt sich hier schon allein in der Theorie auf dem Papier, am aerodynamischen Leistungslimit und vor allem am Leistungslimit der Triebwerke. Also, damit der A340 die von der Behörde aufgestellten Regularien von Anfang an erfüllen konnte und trotzdem für die Fluggesellschaften rentabel einsetzbar war, da musste noch so ein bisschen was umgestrickt werden. Heute wissen wir, der A340-300 fliegt mit 5 APUs oder hebt nur ab, weil die Erde eine Kugel ist oder sowas. Es gibt ja eine ganze Menge Sprüche dazu. Aber es war von Anfang an tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Das, was man allerdings von vorangegangenen Airbus-Modellen übernehmen konnte, weil es beim A340 genauso gut funktionierte, hat man dann aber auch übernommen. Zum Beispiel kommt die Basis der Tragflächen vom A310. Genauso wie einige weniger präsente technische Systeme, zum Beispiel der Trimtank hinten im Heck. Das Cockpit bekam der A340 dann aber natürlich vom A320, weil man hatte hier ja von Anfang an die gewissen Gedanken sich gemacht zum Thema Kommunalität. Also das Cockpit kommt vom A320 mit den unvermeidbaren Veränderungen, die halt eben 4 Triebwerke im Gegensatz zu 2 bringen. Ansonsten der Rumpf kommt dann wieder vom A300 und A310. Tatsächlich haben all diese Flugzeuge den gleichen Rumpfdurchmesser. Alle haben 5,64 Meter, glaube ich. Also das unterscheidet sich bei all diesen drei Flugzeugtypen nicht um 1 Zentimeter. Nur natürlich in der Länge sind sie alle unterschiedlich. Mit dem Cockpit des A320 wurde natürlich auch die Fly-by-Wire-Steuerung in den A340 übernommen. Damit war dieser Flieger tatsächlich das erste Großraum-Passagierflugzeug mit einer solchen Steuerung. Und das sorgte wiederum dafür, auch hier wieder mit dem Gedanken zur Kommunalität, das sorgte wiederum dafür, dass eine Umschulung vom A320 auf den A340 oder andersrum für Fluggesellschaften und für Piloten einfach möglich war. Kleiner Unterschied an dieser Stelle, während beim A320 eigentlich so gut wie alle Steuerflächen wirklich nur noch über Kabel mit der Steuerungseinheit da vorne verbunden waren und nur das Seitenruder dann noch über Seile angesteuert werden konnte. Als zusätzliche Sicherheit kommt hier beim A340 noch das Höhenruder dazu, welches auch aufgrund zusätzlicher Sicherheit noch konventionell, wenn man es denn braucht, mit Seilen angesteuert werden kann. Das ist allerdings wirklich nur bei den klassischen Versionen, also beim 200er und 300er A340 der Fall. Der A340-300 ist dabei auch die Grundversion des Flugzeuges
und geflogen das erste Mal im Oktober 1991. Da war schon längst bekannt, dass aus dem Superfan und damit auch aus den versprochenen Leistungswerten wirklich nichts mehr wird. Aber Lufthansa und Air France waren damals die Erstkunden, die das Flugzeug dann ab 1993 einsetzten. Beide Fluggesellschaften in der klassischen Dreiklassenbestuhlung mit knapp unter 300 Sitzplätzen. Nur wenig später, nach dem Erstflug des A340-300, flog dann im Jahre 1992 auch das erste Mal der A340-200. Ein Flugzeug, welches einfach nur um ungefähr 5 Meter verkürzt wurde und dann bei entsprechend weniger Platz mehr Reichweite bietet. Wissen wir alle mittlerweile, ein sehr spezieller Markt. Airbus konnte davon nicht einmal 30 Stück verkaufen. Daher wurde dieses Modell auch nicht mal 10 Jahre später wieder aus der Produktion rausgenommen. Aber ein A340-200 hält bis heute den Rekord für die längste zurückgelegte Strecke mit einem vierstrahligen Passagierflugzeug. Natürlich hier mit einem leeren Flugzeug. Er ist mal über 19.000 Kilometer von Paris nach Auckland geflogen. Tja, der Rekord ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend, wenn man bedenkt, dass zweistrahlige Maschinen nur wenige Jahre später noch mal eine ganze Ecke weitergeflogen sind. Aber gut, immerhin. Und wenn ihr jetzt auf Flightradar irgendwo einen A340 findet, der A340 300 irgendwas X heißt, dann ist das ein A340, der mit nochmals verbesserten CFM56 Triebwerken ausgestattet ist und dementsprechend ein erhöhtes Abfluggewicht bekommen konnte und damit effizienter nutzbar ist. Nur mal so nebenbei. Dann gibt es noch eine A340-300 Enhanced Version, also eine verbesserte Variante, die ab 2003 ausgeliefert wurde. Diese Maschinen haben einfach ein paar Systeme aus dem da schon fliegenden A340-500 und 600 übernommen. Zum Beispiel eine verbesserte Avionik ist im Cockpit erkennbar durch die eckigen Bildschirme. Also die Bildschirme sind so ein bisschen größer geworden und haben jetzt wirklich Ecken. Das ist auch beim A320 so. Die neue Avionik, die neuen Bildschirme sind immer durch diese Ecken erkennbar. Die alten Bildschirme haben so Rundungen. So viel also erst einmal zu den klassischen Versionen des A340, zum A340-200 und 300, die zusammen nicht einmal 250 Mal verkauft wurden. Wieso, weshalb, warum und was Airbus dann vielleicht noch mit dem A340, 500 und 600 besser machen konnte oder besser gemacht hat, das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich wusste, viele freuen sich auf das Video zum A340 und dann wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und tschüss.